Über 1700 Camos sind zum Freischalten in MW3 geplant. Holy Macaroni, das ist jede Menge und das ist gar nicht so unkompliziert, denn sie erklären in ihrem neuesten Blogpost einmal, wie die Camos funktionieren, die Freischaltung davon, aber auch die Challenges, die Dailies und Weeklies, was es damit auf sich hat. Ja, und das Ganze ist jetzt nicht so easy, deswegen klamüsern wir das mal auseinander und versuchen es leicht verständlich einmal auf die Bühne zu bringen. Der Blogpost entscheidet zwischen Challenges und Camos, zwei einzelne Dinge, und die Challenges gucken wir uns erstmal an, weil da kennen wir bereits einige Dinge, die Dailies nämlich. Und zwar ist das so, dass wir wieder wie in MW2 drei Dailies bekommen. Die drei Dailies sind ja Standard, wie wir es kennen, also die erste Aufgabe in der Daily ist eine Standardaufgabe, kille 10 Gegner beispielsweise. Dann haben wir eine waffenspezifische Aufgabe, zum Beispiel töte 5 Gegner mit einer M4. Und die dritte Aufgabe in der Daily ist dann immer eine ausrüstungsspezifische Sache. Zum Beispiel kille 2 Gegner mit einer Semtex oder gib 5 Kollegen Munition über eine Ausrüstungskiste und so weiter und so fort. Schließt man alle drei Dailies ab, bekommt man eine vierte Daily und da entsprechend haben wir die Möglichkeit, nochmal mehr XP-Punkte zu bekommen. So weit, so gut, das kennen wir ja. Was jetzt aber dazu kommt, sind die Weeklies und hier wird es spannend. Und zwar kriegen wir jede Woche 7 Aufgaben. Und wenn man 5 von diesen 7 Aufgaben erfüllt, hat man eine Weekly-Challenge sozusagen abgeschlossen und bekommt eine Belohnung. Jetzt wird es interessant, schließt man alle Weeklies in einer Season ab, bekommt man eine saisonale Belohnung. Hört, hört, das ist natürlich mega geil. Und der Punkt ist, dass wir sozusagen rückwirkend immer noch diese Weeklies machen können. Also, wenn wir zum Beispiel in Woche 4 sind und was ich, Woche 1, 2 im Urlaub waren oder einfach keine Zeit hatten, die also COD anzuschmeißen, dann kann man in der Woche 4 immer noch die Weeklies aus Woche 1 und 2 nachholen und somit immer jederzeit es schaffen, sich diese saisonale Belohnung zu holen. Was natürlich sehr, sehr cool ist. Also man ist nicht gezwungen, immer alles sofort zu machen. Dieses System erinnert sehr, sehr stark mich zumindest an Apex Legends, wo es ja auch so ist, dass Dailies und Weeklies im Laufe der Zeit freigeschaltet werden und man rückwirkend immer noch die Dinge machen kann. Aber das war auch noch nicht alles, und zwar kommt jetzt noch die Armory ins Spiel. Und die Challenges in der Armory, die starten erst ab 25, das heißt Level 25, da haben wir ein bisschen Zeit, bis das dann auch noch on top kommt. Und hier ist es so, dass wir sogenannte Armory Points sammeln, wenn wir Challenges abschließen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert, aber ganz simpel, wenn man jetzt eine Daily abschließt, eine Daily, dann kriegt man einen Armory Punkt. Wir haben drei Dailies, also können wir drei Armory Punkte sammeln. Und dann gibt es diese vierte Spezial Daily, wenn man alle drei abgeschlossen hat. Also 4 Armory Punkte muss man dann theoretisch pro Tag sammeln können. Ja, und diese Armory Punkte, die kann man dann in der Armory selbst einlösen gegen Freischaltungen, die man normalerweise freischalten würde, wenn man levelt. Also Beispiel, ich bin Level 50 geworden und bekomme die und die Killstreak. Jetzt bin ich aber erst Level 1 und kann dann sozusagen diese Killstreak bereits mit einem sehr frühen Level freischalten, wenn ich denn genug Armory Punkte habe. Das heißt, in diesem Progressionssystem können wir sozusagen vorgreifen, indem wir Armory-Punkte sammeln und dann Dinge freischalten. Das ist ein ziemlich cooles Konzept. So kommt man entsprechend schnell auf sein Lieblings-Loadout, was natürlich sehr gut ist. Aber die Frage ist natürlich, wenn man jetzt Maximallevel erreicht hat oder alles freigeschaltet hat, was bringt denn noch dieses Armory-System? Da bin ich gespannt, ob sie irgendwas bringen, um das langfristig sinnvoll zu machen oder ob das nur eine Starthilfe ist, bis man alles freigeschaltet hat. Also man merkt schon, sie motivieren zum Grinden und das ist ja eigentlich nur der kleine Teil, denn jetzt kommt der große Teil, die Camos. Zuerst einmal, wie wir wissen, alles aus MW2 wird übernommen, das heißt, wir verlieren nichts. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Polyatomar-Tarnung gerade am Freischalten sind, bei der M4 zum Beispiel, dann können wir das da genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben und in MW3 mit der M4 spielen und weiterhin die Polyatomar freischalten. Also da geht gar nichts verloren. Das ist auch wichtig, weil eben jetzt sehr, sehr viele Camo-Aufgaben kommen, die wir erfüllen. Ansonsten wäre das gar nicht machbar, denke ich. Und zwar geht es erstmal los. Wir kennen es ja so, dass wir die Base-Camos haben pro Waffe. Also die 4 Grundwaffen werden wir die Waffe leveln. Wenn sie ein höheres Level kriegt, schalten wir Aufgaben frei. Und wenn wir die erfüllen, kriegen wir eine Basis-Camo, eine Basistarnung. Davon gibt es 4 Stück. Haben wir alle 4 erfüllt, dann kann man halt die Komplettierer-Tarnungen freischalten, wie Gold, Platin und so weiter und so fort. Jetzt ist es so, diese 4 Basis-Camos, die können auf alle Waffen in MW2 und auf die MW3-Waffen gesetzt werden. Und das inkludiert auch Event-Tarnungen und Spezialtarnungen. Also zum Beispiel die Ghouli-Tarnung, die wir hier sehen, die wir in dem Halloween-Event gesammelt haben in Season 6. Die ist zum Beispiel auch komplett übertragbar und kann auf alle Waffen, auf MW3-Waffen und auf alle MW2-Waffen gesetzt werden. Also hier ein kompletter Austausch von den Tarnungen.
Wo es jetzt aber komplizierter wird, ist bei den Komplettierertarnungen, also Gold, Platin und so weiter und so fort. Und zwar wird hier vierfach unterschieden. Und ich glaube, das ist halt etwas, was so ein bisschen zu Verwirrung führen kann. Ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Ich versuche es so möglichst so einfach wie möglich zu erklären. Und zwar ist es so, dass wir in MW2 bei unseren Waffen die Komplettierertarnungen freigeschaltet haben. Gold, Platin, Polyatomar und Orion. Jetzt ist es so, dass die MW3-Waffen ihre eigene Komplettierertarnungen bekommen werden. Dann, dass die MW3-Waffen im Zombie-Modus ihre eigene Basis und Komplettierertarnung kriegen werden. Und on top, dass die MW2-Waffen nochmal ihre ganz eigenen Basis- und Komplettierertarnungen bekommen werden. Das heißt, vier Kategorien sozusagen, um Tarnungen freizuschalten. Für den, wenn das jetzt zu viel ist, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Am Beispiel der M4 hier, ist immer ein tolles Beispiel. Also das ist eine Modern Warfare 2 Waffe. Also haben wir vier Basistarnungen, die wir wahrscheinlich ja schon freigeschaltet haben. Oder wenn ihr mit 3 erst anfangt, dann könnt ihr in MW3 jetzt diese vier Basistarnungen freischalten für die M4. Und dann startet ihr eben mit den Komplettierertarnungen Gold, Platin, Polyatomar und Orion. Im Zombie-Modus habt ihr dann für dieselbe Waffe, für dieselbe M4 nochmal vier Basistarnungen plus nochmal vier Komplettierertarnungen und das macht dann summa summarum 16 Tarnungen, die ihr pro Waffe freischalten könnt. Gucken wir uns die Tarnungen mal fix an und da würde mich jetzt ganz, ganz, ganz besonders interessieren, was ihr am geilsten findet. Also man muss sich ja wirklich entscheiden, was man zuerst freischalten möchte, wenn man gezielt Kamos angeht und da würde mich wirklich interessieren, was ihr zuerst macht. Ich habe schon meinen Favoriten, ich sage euch das nachher, aber gehen wir mal ganz schnell durch. Der Ordnung halber fangen wir mit MW2 an. Einmal die Goldtarnung, die ja ziemlich cool aussieht, wie ich finde. Dann die Platintarnung, die auch sehr, sehr geil aussieht und sehr geil kombiniert werden konnte mit vielen anderen Bauplänen. Dann haben wir Polyatomar. Da habe ich viele Waffen freigeschaltet, ich persönlich, aber weiter bin ich nicht gegangen, weil Orion mir nicht so gut gefallen hat. Am Anfang war sie auch noch sehr schlecht, also sehr, sehr langsam animiert und ja, insgesamt habe ich jetzt nicht den Anspruch gehabt, ja, auf Orion zu gehen. Bei Polyatomar bin ich in MW2 stehen geblieben. Vergleichen wir das jetzt mit MW3 und zwar haben wir hier einmal die Goldtarnung, die heißt hier aber nicht Gold, sondern Gilded. Da sieht man so einige Muster auf der Waffe. Ich persönlich muss sagen, dass mir die Goldwaffe besser gefällt. Aber gut, das ist natürlich die Frage, wie das nochmal dann auf der Waffe aussieht. Also Gilded für die MW3-Waffe. Dann haben wir als Platin-Version die Forged. Ja, es ist gewöhnungsbedürftig. Könnte geil aussehen, bin mir nicht sicher. Dann haben wir die Priceless. Das ist also sozusagen die Polyatomar-Variante. Und Achtung hier, es ist so, dass die bereits animiert ist. Das heißt, wir sehen hier nur im Bild, aber die Frage ist halt, wie die Animation aussieht. Das könnte halt extrem gut aussehen. Extrem gut. Das müssen wir wirklich abwarten, bis wir die Animation sehen. Also Priceless. Und dann haben wir sozusagen die Orion-Variante für MW3. Das ist die Interstellar. Und natürlich ist auch die animiert. Und das könnte schon richtig krass aussehen. Also hier würde es sich wahrscheinlich schon lohnen für Multiplayer-Fans, das bis Interstellar durchzugrinden, definitiv. Das könnte richtig, richtig gut aussehen. Aber kommen wir zu den Zombie-Waffen und da werde ich mich wahrscheinlich vermehrt aufhalten. Und zwar die erste Tarnung, die Gold-Tarnung sozusagen für die MW2-Waffen, nennt sich Golden Ivory. Golden Ivory, ich sag kurz, was man machen muss, um da hinzukommen. Also ihr müsst die vier Basistarnungen wie immer freischalten, ist klar. Dann kommt ihr auf die Goldaufgabe. Und die Goldaufgabe lautet, eine bestimmte Anzahl an Zombies zu töten mit dieser Waffe und in derselben Runde erfolgreich zu extrahieren. Also DMZ-like, kille so und so viele Gegner und extrahiere dann erfolgreich. Und dann habt ihr die Gold, also beziehungsweise die Golden Ivory Tarnung freigeschaltet. Weiter geht's mit der Platin-Variante und die heißt hier Spinal Husk in MW2 für die MW2 Zombie-Waffen. Spinal Husk, und zwar ist das so, ihr müsst logischerweise Gold abgeschlossen haben für alle Waffen in der Kategorie und könnt dann sozusagen die Spinal Husk machen. Und hier ist die Aufgabe, wieder eine bestimmte Anzahl an Zombies zu killen, aber diesmal eine mit der Waffe, die gepackerpuncht ist. Wobei es anscheinend keine Rolle spielt, ob sie Packer Punch 1, 2 oder 3 hat. Aber so viel wissen wir jetzt noch nicht genau. Das heißt, einfach so und so viele Zombies killen. Und dann kriegen wir die Platin aka Spinal Husk Variante. Und hier muss ich sagen, geht mein Herz auf. Ich weiß nicht, diese Tarnung, ich bin mir sicher, dass viele von euch die gar nicht so gut finden werden. Aber diese Tarnung reizt mich so sehr.
dass ich gefühlt super gerne mit jeder Einzel-MW2-Waffe gerne dieses Spinal Husk hier freischalten möchte. Schlagt mich bitte nicht dafür, weil wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so denkt. Also wird wirklich eure Meinung interessieren hier. Ich glaube, ich stehe da ein bisschen alleine mit da, deswegen bin ich sehr gespannt. Kommen wir zu der nächsten Tarnung, das ist die Arachnid. Also das ist sozusagen dann die Polyatomar-Variante in MW2-Zombies. Heißt auch so Arachnida. Und zwar ist es so, dass wir hier 51 Waffen sozusagen auf Platin, also auf den Vorgänger Spinal, machen müssen. Und dann kriegen wir die Aufgabe freigeschaltet und die lautet, töte x Zombies, aber nicht irgendwelche Zombies, sondern Special oder Elite Zombies mit dieser Waffe. Also das ist auch, klingt jetzt nicht so ultra, ultra schwer, werden wir sehen, aber dann ist auf jeden Fall Polyatomar, also Arachnida freigeschaltet. Und die sieht auch sehr geil aus. Und wir sehen hier nur das Standbild, denn diese Tarnung ist bereits animiert. Also wir merken schon, diese MW2-Waffen sind wirklich, also da haben sie schon Liebe reingesteckt, dass man die alten MW2-Waffen in Zombies grindet. Die ist animiert und das könnte ultra gut aussehen. Also das kommt natürlich auf die Animation an, aber das könnte wirklich gut aussehen. Ja, und man merkt jetzt schon auch bei der nächsten Tarnung, sie heißt Biolumineszent, auch die, also es gibt keine Steigerung mehr. Ich sag immer, es sieht ultra gut aus und die sieht halt auch ultra gut aus. Die sieht halt wirklich ultra gut aus und wir reden hier nur von den MW2-Waffen. Also Biolumineszent, und zwar ist das so, dass 32 Waffen auf Arachnid freigeschaltet sein müssen und dann bekommt man diese Tarnung automatisch. Also man braucht keine weitere Challenge zu erfüllen, man müsste einfach nur, Anführungszeichen, 32 MW2-Waffen auf Arachnid gebracht haben und dann kriegen wir diese natürlich komplett animierte Biolumineszent. Und auch hier kommt es natürlich auf die Animation an, aber wenn das einigermaßen gut animiert ist, dann sieht die auch ultra, ultra gut aus. Also, mein Herz schlägt schon so ein bisschen für diese MW2-Waffen, man merkt es. Und da bin ich mal sehr, 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 sehr gespannt, wie gut das zu machen ist. Kommen wir zu den MW3-Waffen in Zombies. Und zwar fangen wir wieder mit der Gold-Variante an. Auch hier müssen wir wieder die 4 Basistarnungen freischalten. Und dann kriegen wir die Aufgabe für Gold. Und die heißt hier Golden Enigma. Und zwar müssen wir hier wieder x Zombies killen und dann erfolgreich extrahieren. Also es ist genau dieselbe Aufgabe wie mit den MW2-Waffen. X Zombies und Extraktion. Und dann haben wir die Gold, also die Golden Enigma freigeschaltet für die MW3-Waffe. Und ich muss sagen, die sieht schon wirklich gut aus in der Gold-Variante. Gefällt mir tatsächlich besser in der Gold-Variante als die MW2-Variante. Dann haben wir sozusagen Platin für die MW3-Waffe im Zombie-Modus und die heißt Zircon Scale. Ist nicht animiert, das ist so ein Schuppenmuster. Ich sag extra nicht animiert, weil nach den Bildern könnte es animiert sein, wisst ihr, wie ich meine? Aber es ist ganz normal, eine ganz normale Skin. Und die finde ich jetzt zum Beispiel schlechter als das, was ich vorhin so toll fand bei den MW2-Waffen, als die Spinal. Ja, jedenfalls auch hier dieselbe Challenge. Und zwar müssen wir alle Waffen der Kategorie auf Gold gebracht haben, also auf Enigma. Und dann müssen wir wieder x Zombies mit einer Pekka gepunchten Waffe killen. Und dann haben wir Zircon Scale freigeschaltet. Das sind viele neue Namen, da muss man echt immer wieder nachdenken. Warte mal, Platin, Gold, Zircon Scale, okay. Kommen wir zu der MW3 Polyatomar Zombie Variante, die heißt Serpentinite. Also ähnlich wie die Serpentin-Tarnung in DMZ. Hier ist sozusagen die dunkle Version davon, Serpentinite. Ist aber animiert. Also mega, mega geil, ist animiert. Ganz cool. Gefällt mir aber auch nicht so gut immer noch wie die MW2. Also ich hänge an den MW2-Tarnungen, gerade bei Zombies. Jedenfalls sehr, sehr geil. Und Serpentinite, ja, man muss eben 37 Waffen, also es gibt nur 37 Waffen in MW3, deswegen alle 37 Waffen auf Zircon Scale leveln. Und dann kriegen wir die Challenge. Und auch hier ist es genau wieder in MW2. Töte eine gewisse Anzahl an Elite- oder Spezial-Zombies. Und dann schalten wir eben die Serpentinite frei, die animiert ist. Und das Nonplusultra ist dann die Borealis. Das ist dann die MW3-Zombie-Waffe in der Orion-Variante sozusagen. Borealis ist natürlich komplett animiert. Könnte auch sehr geil aussehen. Und hier muss man entsprechend alle 37 Waffen auf Serpentinite freigeschaltet haben. Und dann bekommt man die Borealis kostenlos dazu. An dieser Stelle möchte ich noch auf den Podcast aufmerksam machen, der jetzt live gegangen ist. Mit Mebason machen wir jetzt jede Woche einen kleinen Talk über COD, DMZ, MWZ. Er ist ein Experte im Zombie-Genre und deswegen freue ich mich, dass wir uns da austauschen können. So diese DMZ, MWZ, Zombies und so weiter Mischung. Ich glaube, das ist sehr, sehr cool, dass wir uns da gegenseitig austauschen und dass ihr da auch mal ein bisschen was mitbekommt. Das ist mega
cool für mich selber. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich es machen darf. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt, ob ihr das auch so seht, ob ihr sagt, Erik, mach das, aber lass das mal offline, muss er nicht jeder mitkriegen. Also bin ich wirklich aufs Feedback gespannt. Ich verlinke euch alles unten. Und ja, was ich jetzt auch in dieser Videofolge hier sehr interessant finde, ist, was ihr grinden möchtet an Tarnungen, weil man muss sich halt für eine der vier entscheiden. Man kann nicht einfach reingehen und sagen, okay, ich mache einfach mal so. Wenn man sich für eine der Endtarnungen, also Orion und Co., entscheidet, dann muss man gezielt diese Gattung der Waffen angehen, ansonsten wird das nichts. Bei vier einzelnen Waffengattungen, das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Dazu kommen noch die Dailies, dazu kommen die Weeklies. Wenn man Zombie spielt, da kommen noch die Zombie-Story-Missionen dazu, dann kommen die Easter Eggs dazu und so weiter. Geheimnisse, das Leveln, Packer-Punch, Perks-Leveln, das ist Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn. Das ist unendlich viel gefühlt diesmal. Noch mehr Content, glaube ich, als wir jemals hatten. Ich weiß nicht, korrigiert mich, aber das ist ja wirklich... Also Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.